Ja, also die Mitarbeiter sind wahrscheinlich in diesen Todesschacht gestürzt wegen dem Lastenaufzug. Das ist jetzt dabei rausgekommen aus den Ermittlungen. Ganz schlimm. Großbaustelle in Hamburg heute in der Hafen City um 9 Uhr noch was. Stürzte das Gerüst mit allem Drum und Dran in die Tiefe mit mehr als 8 Mitarbeitern, die sich auf dem Gerüst befanden. Und ja, wahrscheinlich ist der Lastenaufzug überlastet gewesen. Also dann ist klar, dass das irgendwann nachgibt und alles in die Tiefe stürzt. Ja, sehr traurig. Der Todesschacht, wo die Mitarbeiter dann tot geborgen worden sind. Ja, wie gesagt, der ist da auf der Baustelle und die Baustelle wurde evakuiert. Mein Beileid an die Angehörigen und ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben, auch was die Ermittlungen ergeben bei dieser Baustelle.